Funktion und Detailansicht, Eisenwasserstoffwiderstände sowie Urdox- bzw. Uranoxidwiderstände. Aufgrund der detaillierten Bilder empfiehlt es sich, dieses Video in HD oder besser 4K anzuschauen. Um den Sinn einer Stromregulierung zu verstehen, muss man etwas ausholen. In der Anfangszeit der Radiotechnik gab es ein Problem. Und das Problem waren die Stromnetze. Es gab Gleichspannungsnetze und Wechselspannungsnetze. Beide waren nicht standardisiert und jeder Anbieter hatte seine eigenen Spannungsbereiche. Das hatte für die Gerätehersteller das Problem, dass das Gerät theoretisch für alle möglichen Netze konstruiert werden musste, was sehr aufwendig war. Deshalb gab es die Lösung, das nannte sich Altstromgeräte. Also ein Gerät, das sich sowohl an Wechselspannung als auch mit Gleichspannung betreiben kann. Auf der linken Seite unten sieht man das Netzteil bzw. die Netzeinheit. Diese ist ausgelegt sowohl für Gleichspannung als auch für Wechselspannung. Über einen Umschalter kann ich wählen, ob ich den Gleichspannungsteil oder den Wechselspannungsteil benutzen möchte. Man sieht ganz unten den Transformator. Dieser hat eine Primärwicklung für 110 Volt, 125 und 220 Volt. Sekundärseitig gibt es nur den Abgriff für die Heizung der Gleichrichterröhre sowie die Hochspannung für das Gerät. Diese läuft durch einen Glättungskondensator, eine Drossel und einen zweiten Glättungskondensator. Wenn ich jetzt aber eine Gleichspannung benutze, wird der Transformator sowie die Gleichrichterröhre komplett übergangen und die Gleichspannung wird direkt zum Betrieb des Gerätes benutzt. Das Gerät selbst ist ein sogenannter Kraftverstärker für 4 Watt. Die Schaltung benutzt drei Röhren, zwei CL4 im Gegentaktbetrieb sowie eine CC2 als Vorverstärker und Phasenumkehrstufe. Die CC2 wird mit 13 Volt Heizspannung betrieben und eine CL4 benötigt 33 Volt Heizspannung. Beide bzw. alle drei Röhren aber man hat Strom von 0,2 Ampere und können somit in Reihe geheizt werden. Man sieht auf der linken Seite der Anschluss Minus für den negativen Pol der Gleichspannung bzw. für einen Teil der Wechselspannung. Diese geht über einen Schalter zum linken Heizfadenanschluss der CC2. Der rechte Anschluss der CC2 des Heizfadens geht direkt zum Heizfaden einer CL4. Dessen Ausgang geht wieder an den anderen Eingang der zweiten CL4 und der Ausgang geht über die Skalenlampe zu einem Widerstandsnetzwerk. Die drei Röhren benötigen insgesamt 79 Volt Heizspannung. 13 Volt für die CC2 und 2 mal 33 Volt für die CL4. Der Kraftverstärker hat einen Umschalter für drei Spannungsbereiche: 220 Volt, 125 Volt und 110 Volt. Das heißt, wenn ich auf die 110 Volt Stufe gehe, müssen noch 31 Volt in Klammern aufgefressen werden. Also die Differenz zu meiner 79 Volt Heizspannung und der 110 Volt. Das wird in diesem Fall über den Widerstand R12 gemacht. Das ist ein Lastwiderstand, ein Keramik-Lastwiderstand, der im Betrieb sehr heiß wird. Das Problem ist mit Lastwiderständen, dass das nicht beliebig nach oben skaliert werden kann, um halt einen einigermaßen akzeptablen Betriebstemperatur zu gewährleisten. Deshalb benutzt man für höhere Spannungen oder für größere Spannungen, die halt vernichtet werden müssen, sogenannte
Eisenwasserstoffwiderstände oder Kombination mit sogenannten Urdox-Widerständen. Was ein Urdox genau ist, da komme ich später dazu. Man sieht nach der Skalenlampe auf der linken Seite die Bezeichnung EU3. Das ist besagte Kombination aus Eisenwasserstoff und Urdox. Und danach gibt es einen Umschalter zur 125 Volt Schiene und zur 220 Volt Schiene. Bei 220 Volt wird nochmal ein kleiner Leistungswiderstand eingeschaltet, wäre die 125 Volt Schiene direkt über den Eisenwasserstoff-Urdox-Widerstand geht. Und somit gewährleistet, dass die Heizung der Röhren auf 0,2 Ampere stabilisiert wird. Das ist ein Eisenwasserstoffwiderstand der Firma Osram. Er ist spezifiziert für 85 bis 255 Volt und stabilisiert auf 0,15 Ampere. Man sieht den Aufbau. Er besteht großteils aus einem Eisendraht, für einen langen Eisendraht in einer Wasserstoffatmosphäre. Das Eisen selbst ist reines Eisen. Und der Draht wird bei ungefähr 700 Grad Celsius betrieben. Auf dieser Temperatur startet der Stabilisierungseffekt. Der Effekt selbst basiert darauf, dass der Wasserstoff in das Eisen übergeht. Und somit der Draht einen höheren Widerstand annimmt und somit anfängt zu glühen und damit Energie absorbiert. Und somit die Spannung bzw. der Strom sinkt, weil der Widerstand steigt. Gleichzeitig kühlt aber dann der Draht wieder ab, weil natürlich durch den steigenden Widerstand der Strom natürlich sinkt und kommt wieder irgendwann auf seine 700 Grad zurück. Und damit wiederholt sich der Prozess, dass durch das Wiederabkühlen wieder Wasserstoff aufgenommen wird und dieser Wasserstoff wieder dafür sorgt, dass der Widerstand steigt und somit der Strom wieder sinkt. Sobald der Strom gesunken ist und der Eisendraht abkühlt, geht der Wasserstoff wieder in die Atmosphäre über und der Strom steigt wieder. Das Ganze stabilisiert sich somit. Der Eisendraht ist sehr empfindlich zu Magnetfeldern. Deshalb wurden in den meisten Geräten diese Eisenwasserstoffwiderstände mit einem Schirmzylinder umgeben, um zu verhindern, dass Transformatoren oder Lautsprecher bzw. Drosselspulen Magnetfelder dafür sorgen, dass der Eisendraht zu vibrieren anfängt und somit die Gefahr besteht, dass der Draht bricht. Weiterhin ist es ein Problem, dass der Draht aufgrund seiner hohen Betriebstemperatur die Röhre selbst auch erhitzt. Kolbentemperaturen von 120 bis 150 Grad können normal sein. Demonstration eines Eisenwasserstoffwiderstandes von Osram geeignet für den Spannungsbereich 85 bis 255 Volt. Er stabilisiert auf 0,15 Ampere, also 150 Milliampere. Da ich gerade mein Neuberger 370 IOL habe, was zu einem Reparaturvideo in nächster Zeit führen wird, würde ich jetzt diese Demonstration ein bisschen freihändig machen. Gegeben ist der Urdox, Entschuldigung, kein Urdox, das ist der Eisenwasserstoffwiderstand. Eine Spannungsquelle, ein Voltmeter und ein Ampermeter. Das Voltmeter geht von 0 bis 2 bis 200 Volt und das Ampermeter von 0 bis 10 Ampere. Angelegt ist eine Spannung jetzt von 50 Volt. Der Widerstand fängt erst an zu stabilisieren bei 85 Volt und soll auf 150 Milliampere stabilisieren. Jetzt habe ich gerade ungefähr 110 Milliampere. Ich erhöhe die Spannung
auf besagte 85 Volt. Und habe jetzt schon eine Stabilisierung. Ich sehe schon, der Stromfluss ist schon geringer geworden bei Spannungsänderung. Wenn ich jetzt auf die etwas weiter hochgehe, sieht man, dass die Spannung wächst, aber der Strom konstant bleibt. Wenn ich jetzt auf 50 Volt hochschalte, also um 50 Volt hochschalte, nähere ich mich des Sollstroms von 150 mA. Auch jetzt zeigt die Änderung der Spannung nur geringfügige Änderung im Strom. Wenn ich nochmal 50 Volt drauflege, habe ich immer noch 142 Milliampere. Der Messbereich des Voltmeters ist 200 Volt, den habe ich gerade überschritten. Jetzt bin ich bei 250 Volt und ich habe immer noch 143 Milliampere Strom. Ich senke jetzt die Spannung wieder ab. Der Strom bleibt einigermaßen konstant. In den sichtbaren Bereich des Voltmeters. Der Eisenwasserstoffwiderstand wird sehr heiß im Betrieb. So, ich habe gerade eine Ich habe zurzeit 173, 175 Grad Celsius in der Mitte des Widerstandes. Und ist gerade der Akku leer gegangen. Und erst wenn ich die Spannung unter die besagten 85 Volt erniedrige, fällt dort der stabilisierende Effekt weg. Eisenwasserstoffwiderstände gab es auch für größere Ströme. Hier im Bild ist ein Widerstand für 1,5 Ampere bei 80 bis 240 Volt. Im Größenvergleich zu einer handelsüblichen 100 Watt Glühbirne. Beide haben einen E27 Sockel. Beim Eisenwasserstoffwiderstand ist deutlich zu erkennen der gewendelte Eisendraht sowie die Haltestege. Beim Betrieb von Röhren gab es auch ein anderes Problem, nämlich die starken Stromspitzen beim Einschalten des Gerätes. Diese konnten die Röhren zerstören, wie auch Glühlampenbirnen meistens im Einschaltmoment durchgebrannt sind, weil halt
der Heizfaden bzw. Glühfaden an einer Stelle so dünn geworden ist, dass der Strom, der beim Einschalten geflossen ist, aufgrund des niedrigen Widerstandes so hoch war, dass der Heizfaden praktisch verdampft ist. Zu diesem Zweck hat man dann die Urdox-Widerstände entwickelt. Urdox ist die Kurzform von Uranoxid. Diese Widerstände haben im kalten Zustand einen sehr hohen Widerstand und begrenzen somit stark den Strom, der durch sie fließt. Erst im Betrieb erwärmen sie sich und senken dadurch den Widerstand. Urdox-Röhren enthalten oder besser gesagt enthielten zu Anfangs Uranoxid, daher auch der Name. Uranoxid ist natürlich radioaktiv, es ist ein Alphastrahler. Normalerweise ist das kein Problem, da die Alphastrahlung vom Glaskolben komplett absorbiert wird. Problematisch wird es in dem Moment, wo der Glaskolben zerbricht und der Urdox-Widerstand zerstäubt. Weil dann, wenn das Uranoxid in den Körper aufgenommen wird, wird es zum Problem, da kein Schutz mehr existiert. Das heißt, das Uranoxid kann somit direkt die Zellen angreifen. Man kann leider nicht erkennen, ob in einem Urdox noch wirkliches Uranoxid oder ein Ersatzmaterial verbaut worden ist. Man hat sehr schnell angefangen, Ersatzmaterialien zu entwickeln, da Uran zum Politikum geworden ist und sehr schwer zu beschaffen war. Der Ersatz war meistens sogenanntes Magnesium-Titan-Spinelle, welches ähnlich aussieht, aber nicht radioaktiv ist. Als Beispiel sind hier drei Urdoxe gezeigt, in drei verschiedenen Kolbenvarianten. Links ein Urdox mit einem Bajonettsockel, in der Mitte ein Urdox mit einem E14-Sockel und ganz rechts ein Urdox mit einem achtpoligen Außenkontaktsockel. Die Urdoxe selbst sind alle gleich. Es gibt zwei Anschlüsse und sonst nichts. Urdoxe gab es auch als dicke Bertha. Hier eine Variante zum Laden von Akkumulatoren für 15 Ampere bei 5 Volt. Dieser wurde von AEG Osram produziert. Diese beiden Widerstandsformen wurden zum Schluss kombiniert zu einer Einheit, also Eisen-Wasserstoff-Widerstand sowie Urdox in einem Glaskolben. Zu sehen ist eine Variante von Osram, den EU Römisch 12. Das ist eine Kombination von Urdox und Eisenwasserstoffwiderstand für 85 bis 170 Volt bei 0,2 Ampere. Der Aufbau ist eigentlich identisch wie bei den Eisenwasserstoffwiderständen. Man sieht den langen Eisendraht und oben drüber, also an der Spitze ist der Urdox, der im Betrieb vom Eisenwasserstoffwiderstand relativ schnell heiß wird und somit sehr niedrigohmig. So, und zum Schluss noch eine Originalanzeige von Osram für Osram-Lampen, Osram-Eisenwiderstände sowie Osram-Urdox-Widerstände und Osram-Klimm-Indikatoren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.